Hallo und herzlich willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Episode 55 Camping. Heute werde ich euch alles Wichtige über das Thema Camping erzählen. Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, was Camping bedeutet und wie man sich darauf vorbereitet, seid ihr bei dieser Episode genau richtig. Camping ist eine großartige Möglichkeit, die Natur zu genießen und dem stressigen Alltag zu entfliehen. Beim Camping übernachtet man in Zelten, Wohnwagen oder Wohnmobilen in der freien Natur oder auf Campingplätzen. Es gibt viele schöne Orte, an denen man campen kann, wie zum Beispiel an einem See oder in Wäldern oder sogar in den Bergen. Bevor man auf einen Campingausflug geht, ist es wichtig, sich gut vorzubereiten. Man sollte eine Campingausrüstung dabei haben, wie zum Beispiel ein Zelt, Schlafsäcke, eine Kühlbox und Kochutensilien. Es ist empfehlenswert, Kleidung für verschiedene Wetterbedingungen einzupacken, weil das Wetter im Freien manchmal unvorhersehbar sein kann. Beim Camping kann man viele tolle Aktivitäten unternehmen. Man kann wandern gehen, Fahrrad fahren, schwimmen oder einfach die Natur erkunden. Außerdem ist es schön, am Lagerfeuer zu sitzen, Geschichten zu erzählen und Marshmallows zu grillen. Beim Camping lernt man, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und die einfachen Dinge im Leben zu genießen. Man ist umgeben von frischer Luft und hat Zeit, sich zu entspannen und die Ruhe zu genießen. Beim Camping sollte man auch auf die Umwelt achten. Es ist wichtig, den Campingplatz sauber zu halten und keinen Müll in der Natur zurückzulassen. Man sollte auch darauf achten, kein offenes Feuer in trockenen Wäldern zu zünden, um Waldbrände zu vermeiden. Wenn ihr gerne in der Natur seid und neue Abenteuer erleben möchtet, dann solltet ihr Camping ausprobieren. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, sich mit seiner Familie und seinen Freunden zu verbinden und eine unvergessliche Zeit zu haben. Auch deshalb gehen viele Deutsche sehr gerne campen. Und du? Gehst du auch gerne campen? Wenn ja, welcher Ort ist dein Lieblingsort zum Campen? Schreibe ihn in die Kommentare.
Neue Vokabeln. Sich vorbereiten. To prepare yourself. Dem Alltag entfliehen. Escape from everyday life. Das Zelt. Tent. Der Wohnwagen. Caravan. Wälder. Forests. Küchenutensilien. Kitchen tools. Empfehlenswert. Recommended. Unvorhersehbar. Unpredictable. Das Lagerfeuer. Campfire. Der Müll. Rubbish. Waldbrände. Forest fires. Na, hast du alles verstanden? Wenn nicht, vielleicht helfen dir meine Transkripte. Du kannst sie auf meiner Patreon-Seite finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you so much for listening, as always. I hope you also enjoyed this episode. If so, please don't forget to give it a thumbs up, subscribe my channel, and leave me a comment down below. See you in the next episode. Tschüss und bis bald.